Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zurück bei Mr. Hobbs Playhouse. Wir haben das Spiel jetzt ja mittlerweile schon zweimal durchgespielt. Einmal hatten wir das normale Ending und einmal haben wir die ganze Bude in Brand gesteckt. Danach waren auf jeden Fall alle Probleme gelöst. Aber wir wissen ja, dass es noch mehr Endings und noch mehr Secrets in diesem Spiel gibt und einige davon werden wir uns heute im Video auch angucken. Ich glaube, wir schaffen nicht alle Secrets und alle Endings in einem Video. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum. Und, ja, eigentlich frage ich mich das auch. Ich frage mal eben nach. Hallo? Regie? Ja, die Zuschauer haben gerade gefragt, warum wir nicht alle Endings und Secrets in einem Video machen. Aha. Wie Budgetkürzung. Wir haben kein Geld mehr. Morgen auch kein Mittagessen. Alles klar. Ja, gut. Ciao. Ich hoffe, ihr könnt natürlich wie immer einen Daumen nach oben auf das Video dalassen, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und guckt auf jeden Fall mal bei mir im Merch-Store rein. Das Zombie-Design ist wieder im Shop erhältlich und ihr könnt auch aktuell 10% sparen mit dem Code TJULFA10 auf euren gesamten Checkout. Auf euren kompletten Einkaufswagen 10% mit dem Code TJULFA10. Guckt einfach mal rein, Link ist in der Beschreibung. Um natürlich Secrets und Endings zu erreichen, müssen wir das Spiel natürlich nochmal von vorne starten. Ja klar, Spielzeuge machen Geräusche, das wissen wir mittlerweile. Aber wie gesagt, um Secrets und Endings zu finden, müssen wir jetzt nochmal von vorne reingehen. Und das erste Ending kommt sogar relativ schnell. Man kann das Spiel quasi in 2 oder 3 Minuten durchspielen. Und das erste Ending ist auch meiner Meinung nach auf jeden Fall das Lustigste. Ich meine, ihr wisst ja, Step 1 ist jetzt, wir gucken, ob unsere Eltern da sind und... Mom? Dad? Wo seid ihr? Die Eltern sind nicht da und naja, jetzt ist unsere Aufgabe, zurück ins Bett zu gehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir lassen uns hier jetzt von nichts mehr aus der Ruhe bringen. Ja, vielleicht taucht hier gleich ein mörderisches Monsterkaninchen auf, Gigantor das Kanickel, aber... Wir lassen uns davon gar nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind bestimmt noch ein bisschen verschlafen und keine Ahnung, was hier so los ist in diesem Haus. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz normal ist, dass hier merkwürdige Riesenkanickel on the road sind. Wir werden einfach... Ich meine, wir haben den Schlafanzug noch an. Wir gehen einfach straight zurück ins Bett. Zurück ins Schlafzimmer, die Vorhänge sind auch noch zu und wir schließen einfach wieder unsere Augen. Das Ende. Sleep tight. Ruby sagt, alles war nur ein böser Traum und geht einfach wieder schlafen. Aber vielleicht war das ein Fehler. Ja, vielleicht war es ein Fehler. Mr. Hobbs, wie siehst du das? Und das war jetzt bereits ein Ending, was man hier finden kann. Oh, jetzt haben wir Mr. Hobbs auch noch auf unsere Spur gebracht. Das ist nicht so gut. Und jetzt ist natürlich unsere Aufgabe, das Haus zu verlassen. Ne? Aber das werden wir natürlich nicht machen, weil wir müssen noch ein paar Geheimnisse finden und aufdecken. Aber wenn wir rausgehen wollen, geht es natürlich nicht. Und jetzt kriegen wir hier das Mom. Ist die Mutter hier irgendwo? Und jetzt sollen wir Rubys Mutter suchen, die man ja aber nicht finden kann. Das gibt's leider nicht als Secret, jedenfalls so viel ich weiß. Allerdings finden wir jetzt hier den Schlüssel. Und das habe ich auch im letzten oder vorletzten Video, glaube ich, sogar gesagt, als wir eins von den Endings gespielt haben. Da habe ich sogar gesagt, Moment, Mr. Hobb, mach mal Platz jetzt. Ich muss hier durch. Danke. Da habe ich sogar gesagt, yo, was ist denn das für eine komische Clownfigur hier? Damit muss es doch irgendwas auf sich haben, weil die ist vorher nicht da und später ist sie auch nicht mehr da. Und scheinbar, wenn man diese Clownsfigur insgesamt 8-mal berührt, löst man noch ein Secret aus. Ja, wir haben es jetzt gerade schon einmal berührt, jetzt machen wir noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wir haben die Clownsfigur 8-mal berührt und jetzt können wir... in den Keller gehen. So, Moment, genau. Das ist der Schlüssel für den Keller. Wir gehen jetzt hier runter. Jetzt sehen wir natürlich erst einmal Mr. Hobbs. Oh, wie er da seine gruselige Grimasse macht. Sieht sehr wild aus. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, ist ja hier... Oh, das ist ja sogar richtig offen in der Version vom Spiel.
Weil von diesem Secret habe ich tatsächlich in einer älteren Version vom Spiel gehört und gesehen. Da kann man quasi durch die Wand durchgehen, aber die Wand ist nicht wirklich offen. Mittlerweile in der Steam-Version ist die Wand scheinbar wirklich offen. Und wenn wir hier durchgehen, kommen wir in die Kanalisation. Hier kommt jetzt ein Luftballon, der platzt. Und dann steht hier, we all float down here. Und das ist natürlich eine Referenz zu It von Stephen King. Pennywise, der Clown, solltet ihr ja alle kennen. Und so kommt man hier unten in die Kanalisation rein. Ich meine, ihr habt es eben sogar gesehen, da fliegt dieser rote Ballon, den wir alle kennen, aus S. Und dann steht hier noch an der Wand, we all float down here. Wir alle schweben hier unten. Ein sehr, sehr cooles Secret, von dem ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass das in diesem Spiel drin ist. Weil so ein paar Secrets habe ich tatsächlich schon gesehen, bevor ich das Spiel selbst gespielt habe. Weil ich mal wieder wie immer mit allem spät dran bin. Aber das ist ein sehr, sehr geiles Secret, weil It von Stephen King feiere ich übel und finde ich sehr, sehr cool, dass das hier im Game drin ist. So Leute, und ihr seht jetzt, dass wir dabei sind, die Tapes zu sammeln. Und ab dem dritten Tape, was man ja hier unten neben der Haustür bekommt, das ist ja hier unterm Spiegel, ab dem dritten Tape sollte man sich einfach mal den Dachboden wieder genauer... Hi, Mr. Hobb. Oh, und ab dem dritten Tape fängt auch an, komischer schwarzer Teer aus Mr. Hobb seinen Augen zu laufen. Wunderschön. Aber wie gesagt, ab dem dritten Tape gibt es auf jeden Fall... Wo ist denn der? Da. Ab dem dritten Tape gibt es hier auf jeden Fall noch ein sehr, sehr cooles Secret auf dem Dachboden. So, Moment, wir müssen jetzt nur mal kurz Mr. Hobbs time, dass wir schön an dem Kollegen vorbeikommen. Na komm, Mr. Hobb. Hallo? Hallo? Hey, hey, ja, schönen Dank. Okay, wir gehen mal weiter. Denn diese Tür hier ist eigentlich nicht da. Nur während man das dritte Tape hat. Sobald wir das vierte sammeln, ist die Tür wieder weg. Ist quasi wie mit dem Feuerzeugbenzin, was man in der Küche finden kann, nur während man das erste Tape hat. Gleiches Prinzip, nur mit dem dritten Tape. Nur solange man das dritte Tape hat, ist diese Tür da. Und wenn man diesen Raum betritt, kriegt man das They Are Watching Secret. Und das ist einfach nur ein großer, leerer Void-Raum. Einfach ein großer, großes, leeres Nichts, in dem wir rumlaufen können und uns riesige Augäpfel verfolgen und beobachten. Herzlichen Glückwunsch. Ist auf jeden Fall richtig, richtig creepy, wie ich finde. Sieht sehr, sehr gruselig aus. Keine Ahnung, von wem die Augen sind oder was das darstellen soll, aber auf jeden Fall ist Böses im Busch. Es ist auf jeden Fall Böses im Busch. Ich gehe hier wieder raus. Wie komme ich denn wieder raus? Moment mal. Kann man hier nicht wieder raus? Hey? Kann man... Oh, doch, kann man. Oh Gott, ich dachte, wir sind da drin gefangen. Holy shit. Aber während ich das Video gerade mache, fällt mir auf, dass wir ja dann sehr wohl uns schon alle Secrets angeguckt haben, tatsächlich. Es sind zwar nicht alle Secrets in diesem Video drin, aber das Ending, wo wir das Haus anzünden, war ja im letzten Video. Und das Secret, wo im Kinderzimmer irgendwelche Gestalten am Fenster sind, hatten wir sogar im ersten Video schon drin. Das sind auch die einzigen beiden Secrets, die nicht in diesem Video drin sind. Alle anderen Secrets gucken wir uns hier tatsächlich an, weil jetzt kommt tatsächlich nur noch eins. Und wie ihr hier jetzt auch seht, der Clown ist ja auch weg. Ja? Den Clown gibt es nicht mehr. Sobald man genügend Tapes hat, ist der Clown weg. Ich glaube, sobald man das erste Tape hat, ist der Clown sogar schon weg. So, hier haben wir jetzt Tape 4. Und ich werde jetzt nochmal alle Tapes sammeln, bis wir alle Tapes voll haben. Oh, ja. Naja, aber diese Secrets, dass Mr. Hobbs da durch den Boden schlägt, das sind ja nicht wirklich Secrets. Das passiert ja auf jeden Fall. Die kennt ihr ja auch. Wir brauchen jetzt nämlich Zugriff auf den Safe. Und dann kann ich euch das letzte Secret zeigen. Und das ist für euch auch, glaube ich, das interessanteste Secret. So, und wir sind jetzt auch schon wieder im Besitz des Schlüssels, Leute. Ja, jetzt werden wir noch einmal... Oh, hups. Oh, hey, hey, oh. Jetzt werden wir noch einmal zum Safe gehen. So, weil mit dem Schlüssel haben wir ja jetzt den Zugriff dazu. So, Moment. Zack. Und jetzt können wir beim Safe Folgendes eingeben, Leute. Ihr werdet die Zahl kennen. Sie wird euch etwas sagen. Das haben ja auch einige von euch in die Kommentare geschrieben. Aber wenn wir hier 1987 eingeben, dann kriegen wir auch What Byte? Ein Secret.
Und ihr habt's gesehen, da war ein kleiner Freddy-Hut. Natürlich geht's um den Bite of 87. In einer älteren Version vom Spiel war sogar ein richtiger Jumpscare quasi von so einem Freddy-Kopf, wenn man den Safe geöffnet hat. Das ist leider in der aktuellen Version nicht drinne. Aber trotzdem cool, dass wir so ein kleines Freddy-Secret drinne haben, so ein kleines FNAF-Secret. Aber ich würde mal sagen, Leute, das waren tatsächlich alle Secrets, die es in Mr. Hobbs zu finden gibt. Finde ich sehr, sehr cool, wenn es in einem Spiel Secrets zu finden gibt. Aber das solltet ihr ja wissen von Hello Neighbor. Ich würde aber sagen, Leute, um dieses Video auch gebührend abzuschließen und damit wir uns auch ordentlich auf Mr. Hobbs Playhouse 2 freuen können, werden wir jetzt Mr. Hobbs noch einmal gehörig die Suppe versalzen, indem wir ihn jetzt noch einmal zur Hölle jagen. So, zack. Zack. Na komm, geh drauf. Geh drauf. Hey. Knappe Sache. Der ist echt immer jedes Mal aufs Neue bin ich überrascht, wie widerstandsfähig Mr. Hobbs tatsächlich ist. Der hält tatsächlich mehr Schüsse aus als erwartet. Okay. Wir gehen mal hier rüber. Und jetzt kommt ja mal wieder Ruby. Komm und gib deiner Großmutter einen Kuss. Na klar. Hi. Und jetzt. Oh. Es ist so creepy. Jetzt müssen wir laufen. Lauf, 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 lauf. Schnell, 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 schnell. Come on. Come on, let's go. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Oh. Ich hab's geschafft. Okay. Und Ruby ist entkommen. Und jetzt, ne, die Polizei ist da. Bleib, wo du bist. Wahrscheinlich hat unser Nachbar übrigens die Polizei gerufen. Weil Ruby selber war es nicht. Und da ist Mr. Hobbs. Ein auf jeden Fall besessenes Kuscheltier. Und Ruby ist entkommen. Das Ending Escape Artist, was wir auch schon hatten, habt ihr das Ending aber auch nochmal im Video. Und so haben wir uns jetzt mittlerweile alle Endings und alle Secrets, die es in Mr. Hobbs Playhouse gibt, angeguckt. Und so können wir uns nun gebührend auf Mr. Hobbs Playhouse 2 freuen. Denn das kommt bald raus und das werden wir natürlich auch spielen. Und hoffentlich finden wir daraus, was es mit Mr. Hobbs wirklich auf sich hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Euer Tuber verabschiedet sich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis dahin.